Hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten der Kalenderwoche 39. Es sind noch 47 Tage bis Endwoche. In dieser Woche war jetzt nicht ganz so viel los, vermutlich weil die Tokyo Game Show Gange ist. Bisher ist da noch gar nichts von Final Fantasy XIV aufgetaucht, allerdings ist morgen Sonntag die Final Fantasy XIV Stroll mit Yoshi P angesetzt. Von daher denke ich, dass wir dann vielleicht noch mal ein bisschen was von Endwalker hören werden. Allerdings hat Yoshi P ein bisschen was von Final Fantasy 16 erzählt, nämlich dass die Hauptgeschichte fertiggestellt ist und sie aktuell noch ein bisschen an den Sidequests arbeiten. Die Charaktermodelle sind auch fertig und dort wird man noch an der Qualität arbeiten. Ansonsten ist das Spiel sehr actionlastig, was jetzt auch nicht so ein Wunder ist, weil der Battle Designer von Devil May Cry da seine Finger im Spiel hat. Ansonsten gab es nochmal Nachrichten zu der Handhabung von Gegenständen nach Patch 6.0. Das sind vor allem die hochqualitativen Gegenstände oder High Quality. Das lesen wir dann nochmal schnell durch. Wie bereits im 66. Brief des Produzenten, oh mein Gott, ich kann nicht lesen. Wie bereits im 66. Brief des Produzenten live angekündigt, wird nach der Veröffentlichung von Patch 6.0 ein Teil der HQ-Gegenstände abgeschafft. Nach der Veröffentlichung von Patch 6.0 werden folgende Anpassungen vorgenommen, um das Problem des unbeabsichtigten Erwerbs von Gegenständen zu beheben, was bisher zu übermäßigem Platzverbrauch im Inventar geführt hat. Betroffene HQ-Gegenstände nach Veröffentlichung von Patch 6.0. Sammelgegenstände der Sammlerklassen Gärtner, Minenarbeiter und Fischer. Beutegegenstände von Gegnern. Allergische Steine und gegen Steine eintauschbare Gegenstände. In bestimmten Inhalten erhältliche Gegenstände, die nicht von Handwerkern hergestellt werden können. Ausrüstungsgegenstände und von Handwerkern herstellbare Gegenstände, einschließlich Zwischenwaren wie zum Beispiel in Eisenbahnen, sind weiterhin in hoher Qualität erhältlich. Handhabung der bei Veröffentlichung von Patch 6.0 im Besitz befindlichen HQ-Gegenstände. HQ-Gegenstände, die vor der Veröffentlichung von Patch 6.0 erworben wurden, verbleiben weiterhin im Inventar. Allerdings entfällt der Bonus, der bisher bei Ablieferung folgender Gegenstände erhalten wurde: durch Synthese aufgewertete Gegenstände, Handwerker- und Sammlergegenstände, bei Freibriefen, staatlichen Gesellschaften und Gesellschaftsprojekten erlangte HQ-Gegenstände. Des Weiteren können diese HQ-Gegenstände nicht mehr getauscht oder auf dem Markt gekauft und verkauft werden. HQ-Gegenstände, die noch vor Patch 6.0 von Gehilfen auf dem Marktbrett angeboten wurden, verbleiben im Marktangebot, können aber nicht mehr verkauft werden. HQ-Gegenstände, die sich noch im Verkauf befinden, müssen daher von Hand vom Marktplatz genommen werden. Setzt ihr den Wert dieser Gegenstände auf normale Qualität herab, können sie wie gewohnt getauscht oder auf dem Markt verkauft werden. Und das ist ganz gut. So kann ich einfach alle meine hohen Qualitäten alle auf die normale Qualität runtersetzen und dann ist das ja alles gar nicht so schlimm. Weitere Anpassungen bezüglich der HQ-Gegenstände. Folgende Inhalte werden den umgenannten Änderungen entsprechend angepasst: Fähigkeiten und Kommandos der Sammlerklassen, Gärtner, Minenarbeiter und Fischer, Aufträge, für deren Erfüllung HQ-Gegenstände erforderlich sind, Herausforderungen der aktuellen Agenda, Errungenschaften und andere. Und das ist es dann auch schon zu den hochqualitativen Gegenständen. Und das war es dann tatsächlich auch. Es gibt da jetzt nicht sonderlich andere Neuigkeiten. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Die arbeiten an der Unterstützung von Windows 11. Und da wird es dann aber nochmal ein aktuelles Announcement geben. Ansonsten, wer sich den Brief des Produzenten live nochmal als Zusammenfassung angucken möchte oder lesen möchte, der ist halt auch im Forum jetzt für die deutsche, englische und französische Übersetzung. Und das war es dann auch schon. Okay, ich sehe euch nächste Woche. Habt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss!